Hallo Nicole. Hallo Manuel. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich möchte mit dir heute über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten von Corona reden. Bevor wir anfangen, könntest du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wer du bist und in welchem Bereich du arbeitest? Mhm. Ja, momentan arbeite ich eigentlich vor allen Dingen in einem Bereich. Das ist nämlich das Homeoffice mit drei kleinen Kindern und einem Hund. Sodass es zwischendurch auch mal lauter werden kann. Ich tue mein Bestes, das zu verhindern, nur als kleine Warnung. Mein Name ist Nicole Deitelhoff. Ich bin das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, einem Leibniz-Institut. Ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der Frage, wie Konflikt auf Ordnungen einwirkt. Also wie gehen Menschen mit Konflikten um? Wie schaffen sie es, Konflikte auszuhalten? Wie schaffen sie es, Konflikte so zu wenden, dass sie eben produktiv sind? Das heißt, dass sie ihnen eher das gesellschaftliche Zusammenleben erhalten und nicht zerstören. Gesellschaftliches Zusammenleben, das ist ja genau das Stichwort. Wir sind in Deutschland ja gerade in einer äußerst außergewöhnlichen Situation, also Lockdown, Social Distancing. Man kann das gewohnte öffentliche Leben ja fast nicht mehr wahrnehmen. Hat das einen Einfluss auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Ja, natürlich, das hat einen Einfluss darauf. Und das kann man sich vielleicht darüber klar machen, indem man sich fragt, warum eigentlich so viel Aufmerksamkeit momentan auf Aktionen in den sozialen Medien oder Singen am Balkon und ähnlichen Aktionen liegt. Ne? Und das liegt eben vor allen Dingen daran, dass wir nach Wegen suchen, wie wir miteinander in Verbindung bleiben können. Denn darum geht es eigentlich beim gesellschaftlichen Zusammenhalt. Miteinander trotz aller Differenzen sich auseinandersetzen können. Selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist, unterschiedliche Werte vertritt, muss es noch so viel Gemeinsamkeiten geben, dass man die gleichen Institutionen teilt, miteinander planen und handeln kann. Und das ist momentan durch Social Distancing und ähnliche Maßnahmen, also die Kontaktsperren, die wir im Grunde genommen haben, physisch sehr schwierig. Aber deswegen wird eben nach alternativen Möglichkeiten gesucht, um dennoch genau diese Arten von Kommunikation, Interaktion, in Verbindung bleiben zu pflegen. Aber solange wir in Kontakt miteinander bleiben und solange wir uns auch in Streit miteinander noch begeben, also tatsächlich eben noch ein zumindest Grundinteresse auch an den Haltungen des jeweiligen anderen haben, solange ist es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt gar nicht schlecht bestellt. Die sozialen Medien sind aber tatsächlich nur ein wirklich schwaches Ersatzrad. Also die erreichen eben nach wie vor nur relativ kleine Teile der Gesellschaft. In diesen Teilen können sie aber sehr positive Funktionen haben. Aber insgesamt braucht es natürlich bei weitem mehr. Aber Corona hin oder her, auch das wird irgendwann vorbeigehen. Und so lange hält eine Gesellschaft auch erstmal. Das heißt, wenn wir jetzt mal annehmen, das geht noch ein ganzes Jahr so weiter, siehst du nicht die ganz große Gefahr, dass die Stabilität in der Gesellschaft leidet, dass es dann zu Clashs oder sowas kommt? Also ich glaube, wenn wir über ein wirklich ganzes Jahr sprechen mit Social Distancing, mit Schulen, Kindergärten, die geschlossen sind, mit Einschränkungen im Kontaktbereich, dann werden wir natürlich Dynamiken erleben, die auch Gräben vertiefen können. Dann wird auch sich nach einer Weile sozusagen dieses Gefühl von wir halten alle zusammen und jetzt geht's drum und wir helfen einander, wird sich abschwächen. Das ist ganz klar und es werden dann auch wieder deutlicher polarisierende Effekte auftreten. Deswegen ist es so wichtig, dass man bereits jetzt, also wir befinden uns ja vermutlich sogar noch vor dem Höhepunkt der ganzen Pandemie, dass man schon jetzt über Exit-Optionen bzw. Prozesse nachdenkt. Also wie schaffen wir ein Verfahren, aus dieser Ausnahmesituation wieder herauszukommen? In Stufen, in bestimmten Bereichen? Wie schaffen wir vielleicht auch neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme? Wie können wir bestimmte Krisen, die mit der Corona-Krise sich verbinden, wie beispielsweise die Krise der Wirtschaft, managen? Was können wir tun, um sozusagen bestimmte auch Unwuchten, auch sozialer Natur, die natürlich je länger das jetzt dauert, auch heftiger ausfallen werden? Wie können wir die abfedern? Was können wir tun, um da bestimmte Effekte und, wie man so schön sagt, Kollateralschäden abzuwenden. Das wird ganz sicher wichtig sein und ist auch schon jetzt wichtig. Wir müssen jetzt anfangen, darüber zu sprechen, was wir tun können und wie wir aus dem Ausnahmezustand auch wieder herauskommen. Jetzt erleben wir in der aktuellen Krise bisher kaum politischen Streit. Man ist sich zumindest in
den Kernfragen recht einig. Wir sehen eher so ein geschlossenes Durchregieren und das dann auch noch unter Berufung auf wissenschaftliche Expertinnen, Experten, auf wissenschaftliche Fakten. Gerät da der gesellschaftliche Zusammenhalt dadurch in Gefahr? Ja, also das ist aus meiner Sicht eine der größten Gefährdungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wenn eben die Auseinandersetzung immer mehr erlahmt oder gar erlischt. Wir brauchen diesen Streit um Alternativen, den Streit um Meinungen, um Werte, um tatsächlich uns auch miteinander identifizieren zu können. Nicht über das, was wir alles gemeinsam haben, sondern auch über das, was uns alles unterscheidet. Und dementsprechend ist es eben wichtig, auch in der jetzigen Phase Auseinandersetzungen zuzulassen. Nun ist es so, wann immer wir über Krisenmanagement reden, dann geht es darum, das ist die Stunde der Exekutive, sagt man nicht ohne Grund. Es geht darum, Ressourcen und Personal zusammenzubinden und schnell Entscheidungen zu treffen. Und deswegen auch dieser Eindruck, im Moment wird eigentlich sozusagen konsensual durchregiert. Wenn man, glaube ich, genauer hinschaut, erkennt man, dass das gar nicht so ist. Also ich habe in den letzten Wochen zumindest sehr deutliche Kontroversen zwischen einzelnen Virologen erlebt, die sich absolut uneinig darüber waren, was die angemessenen Maßnahmen in der gegenwärtigen Situation sind, wie lange sie dauern müssten oder wie stark dafür sozusagen mit Gesetzen gearbeitet werden muss. Und ich habe auch sehr deutlich gerade in den letzten 10 Tagen erlebt, dass sich Bund und einzelne Länder hier auch deutlich in die Kontroverse begeben haben und sehr unterschiedliche Haltungen dazu hatten, wie man reagieren müsste. Und das ist auch gut so. Auf der einen Seite wollen wir, und da gibt es immer dieses Bedürfnis auch, dass man erlebt, dass mit starker Hand jetzt sozusagen reagiert wird, dass man klare Botschaften hat, einfache Botschaften hat. Das ist wichtig, um eben nicht in so Angst zu verfallen, über die wir ja schon gesprochen haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch von Bedeutung, dass wir eben noch über Alternativen streiten können, dass wir auch das Gefühl haben, uns überhaupt noch einbringen zu können und dass es sozusagen gemeinsam vorwärts geht, auch wenn dieses gemeinsam eben nicht heißt im Konsens, sondern häufig in der Differenz. Jetzt reden wir über das Durchregieren, aber natürlich müssen wir auch festhalten, wir sind in einer Demokratie. Und auf der Seite stellt sich mir jetzt auch grundsätzlich die Frage, ist denn das demokratische System, was ja normalerweise eher langsam und bürokratisch funktioniert, ist es denn überhaupt geeignet, so eine Krise effektiv zu bewältigen? Oder, wenn man jetzt mal ganz zynisch denken will, wäre ein autokratisches System nicht viel besser geeignet? Ja, das ist etwas, tatsächlich eine der der Debatten, die wir ja geführt haben, schon relativ zu Beginn, hat man plötzlich mit erstaunlicher Begeisterung auf die chinesischen Behörden geschaut und wie sie die Krise gemanagt haben. Und am Anfang gab es dann auch in Deutschland tatsächlich Äußerungen wie, wenn es bei uns ein bisschen autoritärer zuginge, dann würde das auch bei uns besser laufen. Ich halte das also wirklich für ausgemachten Blödsinn. Erstens ist es so, dass Krisenmanagementfähigkeiten völlig unabhängig vom politischen System sind, ob man es mit einer Demokratie oder einer Autokratie zu tun hat. Es geht vielmehr darum, ob man so etwas wie Krisenmanagement-Szenarien vorbereitet hat. Und das ist auch in der Bundesrepublik Deutschland der Fall gewesen. Es gab Vorbereitungen, sodass man wusste, wie ziehen wir eigentlich Ressourcen zusammen, wie ziehen wir das Personal zusammen, was sind die Optionen, die wir haben. Und ich würde sagen, dass die Bundesregierung hier sehr umsichtig reagiert hat. Das föderale System, das wir haben, hat eventuell dazu geführt, dass nicht alle Bundesländer eben immer zeitgleich mit genau den gleichen Maßnahmen reagiert hat. Aber das hat, glaube ich, wenig mit Demokratie per se zu tun, so als mit einer deutschen Besonderheit. Und das ist eben das föderale System hier. Aber insgesamt, und das hat man doch in den letzten Wochen auch gesehen, haben die Bundesländer ihr Verhalten schon sehr angeglichen. Also es hat vielleicht die Frage, wie viele Menschen sich jetzt öffentlich noch treffen dürfen, hat vielleicht zu Unterschieden zwischen den Bundesländern geführt. Aber in der Sache, im Kern, würde ich sagen, konnte man sehr gut sehen, dass wir es mit konzertierten Handlungen zu tun hatten und wo die Demokratie an sich nicht schlechter agiert hat als ein autokratisches System. Für Demokratien sind Krisenphasen immer schwierig. Schwierig aber in dem Sinne, weil es eben dazu kommt, dass politische Auseinandersetzung unterdrückt wird, weil man jetzt zeitkritisch schnell handeln muss. Und das ist für eine Demokratie immer eine schwierige Zeit, weil sie darauf angewiesen ist, dass wir uns auseinandersetzen können, dass wir über Alternativen streiten. In der Krise ist das für eine Weile nicht möglich. In dem Moment, die Krise ist da, es muss eine Entscheidung getroffen werden und das wird sozusagen top-down gemacht. Aber dann, wenn diese Entscheidung einmal getroffen ist,
dann geht es wieder los mit der Auseinandersetzung. Und das ist genau die Phase, in der wir uns gerade befinden. Wir sehen, dass aus den Ländern, aus den Kommunen, aus dem Bund, aus den Parteien unterschiedliche Ansichten und Positionen kommen und darüber wird gestritten. Und das ist gut. Wenn wir jetzt nochmal auf deine Rolle eingehen, in der Krise selbst geht es ja für die Wissenschaft meist um Beratung, um konkrete Ratschläge für politische Entscheidungen. Welche Rolle kommt hier der Friedens- und Konfliktforschung zu? Vielleicht auch insbesondere deine Forschung. Ja, auf der einen Seite geht es tatsächlich darum, dass wir Krisenmanagement begleiten, dass wir also darauf achten, dass sich ein Krisenmanagement nicht verselbstständigt. Das ist immer eine Gefahr, wenn man einmal angefangen hat, Ressourcen und Personal zusammenzuziehen und Entscheidungen im Ausnahmezustand zu treffen, dann ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Also wie finden denn Entscheidungen statt, wann der zu beenden ist? Was ist eine normale Situation? Was muss dafür gegeben sein? Ne? Das ist ein Bereich, in dem gerade auch die Friedens- und Konfliktforschung viel Erfahrung hat. Also wir beschäftigen uns ja auch mit Fragen wie Krisenfrühwarnung. Ne? Also ab wann gerät eine Situation in einen kritischen Zustand und ab wann ist der auch vorbei? Was sind da für Indikatoren und wie kann man einen solchen Prozess dann managen? Da würde ich sagen, ist eine große Aufgabe für die Friedens- und Konfliktforschung. Mindestens ebenso groß ist aber die Aufgabe, darauf hinzuweisen, was im Schatten einer Krise vielleicht verloren geht. Also Krisen führen eben auch dazu, dass andere Politiken und Politikfelder an Aufmerksamkeit verlieren. Man kann das momentan zum Beispiel sehr gut an der ganzen Flüchtlingsfrage bemerken. Also Flüchtlingslager sind beispielsweise abgeriegelt auf Griechenland. Das hat wirklich sehr starke Konsequenzen, nicht nur für die Flüchtlinge, sondern auch für die Lager auf den griechischen Inseln. Das komplette humanitäre Resettlement-Programm der Europäischen Union liegt momentan auf Eis. Auch das hat Konsequenzen. Also, und da wird gerade im Hintergrund eventuell Entscheidungen faktisch getroffen, ohne dass wir darüber diskutieren können. Und da ist es Aufgabe der Friedens- und Konfliktforschung, darauf aufmerksam zu machen, den Finger genau in diese Wunde zu halten und sagen, nur weil wir Corona-Krise haben, auch wenn die massiv ist, heißt das nicht, dass wir in anderen Bereichen einfach weggucken können und dort jetzt sozusagen nichts mehr tun müssen. Oder denkt an so etwas wie den Krieg in Syrien. In Idlib beispielsweise kümmert sich niemand um Corona. Da wird schlicht und einfach gestorben, und zwar egal woran. Und auch das ist ein Bereich, der weiterhin Aufmerksamkeit braucht. Wir müssen darauf schauen, wie sich das Verhältnis Russland, Türkei und Assad dort entwickelt. Mit was für Konsequenzen für die Zivilbevölkerung, mit was für Konsequenzen für die NATO und damit letzten Endes auch für die europäische Sicherheitslage. Also auch das sind sozusagen Bereiche, die aus Sicht der Friedens- und Konfliktforschung wirklich zentral sind. Zum Schluss noch eine Frage, die uns alle betrifft. Vielleicht bekommen wir ja langsam auch in den nächsten Wochen und Monaten das Gefühl, unsere Gesellschaft wird immer leerer, immer kälter. Was würdest du jetzt schon den Leuten in Deutschland mitgeben wollen? Wie können wir uns derzeit als Bürgerinnen, als Bürger konkret dafür einbringen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stabilisieren, um das Ganze am Leben zu erhalten? Was können wir hier tun? Ja, ich würde wahrscheinlich wirklich ganz basal sagen, greifen Sie zum Telefonhörer, rufen Sie jemanden an, mit dem Sie schon lange nicht mehr telefoniert haben, außerhalb einer Terminvereinbarung oder außerhalb eines WhatsApp-Chats. Rufen Sie so jemanden an. Das andere ist natürlich, da sehen wir auch ganz viele Initiativen, bieten Sie Hilfe an, wenn Sie irgendwo helfen können. Sie können vielleicht, weiß ich nicht, Atemschutzmasken nähen. Sie können vielleicht Nachbarn Essen vorbeibringen. Wobei auch da, für viele Ihrer älteren Nachbarn ist es wahrscheinlich viel wichtiger, dass Sie zum Telefonhörer greifen und ihnen zuhören. Ich habe auch eine Nachbarin hier, die ich sehr schätze, die auch zur Risikogruppe gehört. Der habe ich angeboten, ob ich für sie einkaufen dürfte oder ihr was mitbringen dürfte. Und ihre Antwort war, sie sterbe eher an Einsamkeit als an Corona. Und ich glaube, das ist der ganz wesentliche Punkt. Für viele der sogenannten Hochrisikopatienten, insbesondere wenn sie älter sind, für die ist es weniger die Angst vor Corona als die Angst vor Vereinsamung, die sie momentan an den Rand treibt. Rufen Sie sie an, schicken Sie ihnen Briefe, seien Sie einfach für sie da. Es geht nicht um ihnen konkret was vor die Haustür zu stellen, sondern vielleicht vielmehr darum, einander zuzuhören, sodass wir das Gefühl füreinander, trotz aller Unterschiede, die uns ausmachen, nicht verlieren. Dankeschön, Nicole, für diesen Einblick.
Okay, dann will das ich das Gespräch passieren. Mit Dannen. Jetzt wäre der Schnitt gewesen. Ja, wunderbar. Ja.